Willkommen zurück zu Euphloria. Ich bin Mr. Katafi, euer Let's Playing des Kaninchen. Und heute wollen wir uns einmal der kritischen Masse zuwenden. Kritische Masse. Irgendwo in diesem Quadranten haben wir isolierte Außenposten. Finde sie und befreie unsere Setzlinge, falls sie noch leben. Säubere diesen Sektor von allen Gefahren, erobere eine weitere Station auf dem Weg zum Sieg. Okay, das werden wir doch mal versuchen. Wir haben hier schon 60. Ich glaube, ich werde in... Ich muss sagen, nachdem ich mir die letzten Sachen auch nochmal angeschaut habe, habe ich so immer das Gefühl gehabt, dass es besser ist, mit den ersten Truppen möglichst gleich anzugreifen und nicht irgendwie zu bauen, da man ja Ressourcen gleicher Art verwendet. Also Truppen sind ja auch gleichzeitig Produktionsressourcen. Und wenn ich mir diesen Asteroiden anschaue, ist das auch gar nicht so schlecht, glaube ich. Und wir haben ja jetzt dann genügend... Wir können ja jetzt so nach und nach welche produzieren hier. Ich hoffe, ich schick mal, wenn die den übernommen haben, natürlich. Bauen wir mal noch einen, schicken die wieder zurück, damit wir noch einen hier drüben bauen, haben wir jeweils zwei Bäume. So. Das dürfte... Ich finde auch den, glaube ich... Ich glaube, der ist ein bisschen wichtiger, weil der produziert ziemlich starke. Mal gucken, ich würde gerne einfach mal mit einem gucken. Aber wir haben nicht. Wir könnten mit den fünf mal vorbeigucken. Ich möchte nämlich nicht gerade alle gleich opfern, falls da einen... Oh Gott. Falls die hier mit ganz, ganz vielen Truppen aufwarten, möchte ich nicht gleich alles verbrauchen. Oh! Na dann... Gimwege. Ist jetzt nicht gerade der Größte, der Beste, aber... Besser als nichts, ne? Ach du Schande, was ist das denn hier für ein Riesenteil? Ihr drei... Geht mal nach dort. Ich glaube, ich nutze mal hier noch welche, um zu produzieren. Aber der ist leer. An sich. Der ist an sich leer. Das bedeutet, wir müssen den hier erstmal verteidigen. Nicht, dass die angreifen. Und den dann übernehmen, das wäre nicht so gut. Der ist auch gar nicht so schlecht, den zu übernehmen, glaube ich. Jetzt haben wir hier ja vier Bäume, das heißt, die produzieren schon ganz schön. Da greifen sie an, ich wusste es. Die müssen wir jetzt zurückschlagen. Ach du Schande. Die zerhacken unseren... ja, komplett. Und die machen den Baum kaputt. Nein, die machen unsere Stadt kaputt. Los, schnell, Truppen. Fliegt. Okay, wir fangen an, sie auch ordentlich zu zerpflücken. Aber, oh, drei noch. Jetzt, irgendwas machen sie. Sie fliegen zurück. Okay. Okay. Sie fliegen aber noch weiter. Das bedeutet, hier haben wir 10 Stück. Wir werden gleich den hier übernehmen. Und einen Baum pflanzen. So. Damit wir hier gleich... Weil das ist ein sehr, sehr schöner. Der hat richtig schön viel Energie und Stärke. Und genau deswegen wollte ich den schnell übernehmen. Es war klar, dass die zurückkommen. Fliegen sie nach da oben. Okay. Keine Ahnung, was hier vor sich geht. Ich würde auch gerne mal wieder welche in Bäume umwandeln. Das mache ich, glaube ich, hier nochmal, weil das so ein starker Planet ist. Wollen wir mal irgendwo nochmal... Genau, du, einer Setzling, flieg mal nach da und guck dir mal bitte den ganz Großen an. Oh, das wäre so schön, wenn der jetzt unbesetzt ist. Ich glaube nicht, dass der unbesetzt ist.
ist denn der eine, den ich dorthin geschickt habe? Flieg doch mal dahin. Na los. Der wird richtig voll sein mit Gegnern. Ach du Schande. 40 Feinde. Okay, gleich mal einen Verteidigungsbaum hinsetzen. Geht leider nicht anders, weil... Okay, dann guck du mal nach... Ja, da. Hier oben... Ich möchte nicht vier. Ich möchte die vier nicht verbrauchen. Denn du. Du einer. Guck mal nach dort. Du geh mit nach hier. Du einer, guck nach dort. Das Schöne ist, die produzieren hier nicht mehr als 40. Deswegen müssen wir uns da nicht... Also, es ist immer noch unschön... Oh. Okay. Nach dort oben. Den schnell übernehmen. Wenn dort so wenig los ist. Das ist nur ein Verteidigungsbaum. Die hier unten produzieren nichts. Da müssen wir uns momentan nicht so den Gedanken drum machen. So. Was für eine Reichweite hast du? Oh Gott, da kommt überall hin mit dem. Na los, den letzten Feind. Wie sieht's hier aus? Jetzt haben wir vier Bäume. Oh, ich will die... Oh Gott, das ist jetzt aber eine heftige Überlegung die ganze Zeit. So, investiere ich jetzt wirklich, oder... Wenn der mit den 40 hier angreift, die hier drauf sind, da kann ich nicht so viel gegen tun gerade. Der eine Verteidigungsbaum wird da auch nicht so viel gegen machen, ist das Problem. Aber ich habe lieber Truppen auch, muss ich sagen, als jetzt noch einen Verteidigungsbaum zu bauen. Ja, ich mache lieber noch einen Truppenbaum. Der tut ja momentan zum Glück noch nicht so viel hier. Außer da rumschwirren. Und wir werden jetzt einfach mal gucken, dass wir die ganzen Sachen drumherum irgendwie übernehmen können. Ich werde jetzt auch mal hier noch welche hinschicken. Dass ich vielleicht Glück habe und die ganzen anderen Planeten sind alle unbesiedelt. Dann kann ich nämlich ganz, ganz viele Truppen produzieren. So ist jedenfalls der Plan. Jetzt haben wir hier 5, hier haben wir 5, hier haben wir 4. Jetzt haben wir da auch 5. Ah, nein. Ah, Schande. Oh Gott. Okay, der hat 6 Leute dorthin geschickt, um den zu um da zu intervenieren. 13. Aber die kriegen sie, die können sie zurückdrängen, wie scheint. Oder auch nicht. Ach, du scheinst wieder mit mir. Die machen unsere Bäume kaputt. Okay, jetzt haben wir hier 26. Oh mein Gott. Wie sieht's aus? 2. Bau da auch mal lieber diese Bombenbäume, die sind, glaube ich, gar nicht so schlecht. Gerade wenn das so ganz schnelle, wenn man schaut, die haben zwar wenig Schaden, aber die sind sehr schnell, das heißt, die dürften gut zerfetzen können. Genauso deswegen habe ich hier halt auch einen von denen gebaut, das sind auch einfach nur so ein kleiner Übergangsplanet. Da komme ich gar nicht hin, ne? So. Das Problem ist, ich weiß nicht, woher die... Oh Gott, da oben sind noch welche. Okay.
Ich kann nicht einschätzen, woher die kommen. Das ist mein Problem gerade. Okay, das waren alle Feinde. Geschafft erstmal. Okay, der ist auch übernommen. Ist zwar nicht der mächtigste Planet, aber naja. Sehr gut. Na, ich wollte hier rüber, genau. Nee. Geh mal nach da. Hier nicht irgendwelche ganz komischen Umwege fliegen. Zwei Bombenbäume, zwei Produktionsbäume auf einem... Ach du Schande! Den muss ich haben. Guckt euch die Werte an von diesem Planeten, von diesem Asteroiden. Ich meine, es kommt zwar... Das ist fast genauso gut wie der. Der ist besser als der. Oh Gott. Boah, ganz viele Truppen da. Ich muss ganz alles dorthin ziehen, was ich irgendwie habe. Denn den muss ich haben. Hier sind zwar 33 Feinde drauf und die Bombenbäume, aber wenn ich den jetzt einfach mit Masse behake von meinen ganzen Asteroiden, dann dürfte das schon gehen. Ja, wir müssen ja eigentlich auch wieder... Oh Gott, da kommt noch ein dritter Bombenbaum, haben sie gebaut. Ist ja wieder das. Ich muss nur einen einzigen Baum zerstören, das reicht ja schon völlig aus. Das Gute ist, ich glaube, dass die Bombenbäume, die jetzt hier rechts sind, nicht nach links kommen. Nicht nach links schießen können. Das heißt, die links die anderen Bäume angreifen, die normalen, sind relativ sicher. Ja, einen Baum haben sie zerstört, sehr gut. Das dürfte auch locker ausreichen. Genau, sehr schön. Ach, da geht's noch weiter. Oh Gott, es kommt noch größer. Aber wir haben jetzt hier oben ja ganz schön viele und hier ganz schön viele gesammelt. Immerhin knapp 120, glaube ich sogar ein bisschen mehr. Dann können wir jetzt den hier angreifen und vernichten. Beziehungsweise übernehmen mit unseren... Ja, 130, das dürfte gehen. Schicken wir einfach noch den Rest mit hin. Ist ja nun nicht so, als ob. Ich brauch's ja eh nicht auf den, momentan auf den anderen. Der hier ist wichtiger. Und die Gegner halten hier extrem viel aus. Ich denke, die Bäume auch ebenfalls. Die werden von der hohen Energie von Astrola ebenfalls profitieren. Gucken derweil mal noch ein bisschen umher mit unseren anderen. Ach du Gott. Hier sind nochmal 30 Rote. Mit einem Produkt. Ach du Scheiße. Der Nachteil bei solchen ganz großen Asteroiden ist natürlich, dass die Bombenbäume nicht den kompletten Asteroiden abdecken können. Also bei so einem ganz kleinen wie den hier zum Beispiel, da dürfte ein Bombenbaum fast den ganzen Asteroiden abdecken. Und hier können meine Leute ohne Probleme die Bäume hier auf der rechten Seite angreifen, ohne dass sie vom Bombenbaum behagt werden. Ah Gott, das sind immer mehr. Wie viel sind hier drauf? 75. 27, 40. Ach du Gott. Na gut. Dann... ab nach hier. Allesamt. Und hier haben wir den einen Baum zerstört, den einen Produktionsbaum. So. Und die restlichen 8 Feinde dürften auch gleich weg sein.
Wir haben ja jetzt ebenfalls den Bombenbomb übernommen. Könnt ihr mal ganz kurz nach da gucken, was da so rumdümpelt? So aus Interesse. Ach, schaut mal, guck mal. Den habt ihr doch gleich übernommen. Ihr fliegt mal... Ihr geht mal nach dort. Und ihr mal nach hier. So. Dadurch, dass die sich jetzt hier eh alle frisch fröhlich verteilen, die Gegner, können wir mit über unserer Übermacht natürlich ein bisschen besser klarkommen, beziehungsweise ein bisschen besser attackieren, weil wir so viele haben. Und ich glaube nicht, dass ich bei den kleinen Asteroiden hier, bei dem oder bei dem noch weitere Bäume pflanzen werde, weil die halt einfach, ja, könnte ich machen, klar, aber die sind nicht so mächtig, die entstehenden Setzlinge. Wenn ich mir zum Beispiel hier einen angucke, das lohnt sich deutlich mehr, habe ich das Gefühl. Aber die habe ich jetzt schon komplett übernommen. Hier fliegt man noch mit nach da. Der ist auch übernommen. Auch mit nach da. Dürfte der auch gleich weg sein. Dann haben wir vielleicht gleich die Roten ein bisschen weiter zurückgedrängt. Wenn hier sind jetzt immer noch 75. Wir haben auch 75 hier drauf. Aber hier sind nochmal 115 und da haben wir auch gleich den... Ach, da haben wir schon einen Baum übernommen. Sehr gut. So. Einfach nur, weil ich es kann. Baue ich mal hier noch ein paar weitere Bäume. Ja, schon, okay. Ja. Dann habe ich absolut gar keine Probleme mehr. Dann produzieren wir überall so viele und ist doch völlig egal, ob die mächtig sind oder nicht. Hauptsache, wir haben sie. Ne? Pure Masse. Wird schon reißen. Zur Not ist es einfach Kanonenfutter, was die Gegner ablenkt. Während die wirklich starken Kämpfer umherfliegen und zerstören. Das darf man ja auch nicht vergessen, die können ja auch immer nur einen Feind angreifen. Und wie komme ich jetzt dorthin? Mit welchem? Von wo? Von hier? Ah, okay. Ich ja schon mal gleich von Anfang an machen können. Na, egal. Das finde ich ein sehr interessantes Konzept, dass man... Also, dass die Reichweite prinzipiell egal ist. Die können unendlich weit fliegen, nur sie müssen irgendwie... scheinbar den Asteroiden sehen. Sozusagen. Von einem anderen. Oh, schau mal. Du hast einen unserer Außenposten gefunden. Mit ihrer Hilfe nehmen wir diesen Sektor ein. Tun wir? Oh. Der Sektor gehört nun uns und die Außenposten wurden befreit. Unsere einst verlorenen Setzlinge haben eine wichtige Nachricht. Der Feind hat eine geheime Waffe entwickelt. Wir wissen, wo wir sie finden können. Lass sie uns aufspüren und die Farmer stolz auf uns machen. Eine geheime Waffe. Na, da bin ich ja mal gespannt. Und was diese geheime Waffe ist, finden wir vielleicht schon im Quantensprung heraus, aber dies werden wir erst in der nächsten Folge anschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.